Introducing the Ghost Experience. The Ghost Experience lets you choose between two different ways to play the PvE version of Ghost Recon Breakpoint. Regular, the way the game was released, and immersive, a new way to experience the game. While regular lets you play with weapons and gear of different levels and rarity, immersive mode removes the notion of gear score entirely. The new tactical settings will change the way you play. New HUD settings are also available, allowing you to fine-tune your preferred level of information at any point in time. The objective of the Ghost Experience is to give you total freedom of choice. As such, you can switch between immersive and regular mode at will. Of course, you can play in co-op with players in different modes, and every setting can be tweaked so that you can create your ultimate Ghost Experience. Willkommen auf Aurora. Wir haben Sie erwartet. Ich bin Jace Skell und dies ist Welt 2.0. Sie wurden hier eingeladen, um zu erneuern, zu erfinden und zu erschaffen. Aber wir möchten Sie auch darum bitten, das Beste aus Ihrem Leben zu machen. Hier, fernab vom Rest der Welt, werden wir die Mittel erschaffen, die den Planeten in die Zukunft führen. Eine komplett nachhaltige Wirtschaft, eine friedvolle Umgebung, sichere Häuser, Sicherheit für die ganze Familie und eine Gemeinschaft, die Innovationen zu schätzen weiß. Die Generationen, die uns nachfolgen, werden uns vielleicht vergessen, aber sie werden von unserer Arbeit hier profitieren. Danke, dass Sie Teil von Skartech auf Aurora sind. Gemeinsam errichten wir das Aurora heute. Fuck!
Also ich will jetzt erstmal die einstellen. Die sind so eher nicht so geil. Vor den Empfangsgeräten, ich bin Morgan Ziakum von den Fragda und ich bin in Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, dem zweiten Teil dieser Reihe. Der erste Teil ist ja Wildlands. Finde ich persönlich auch ein super geiles Spiel. Habe ich mir nicht gegönnt, habe mir schon im Archiv vor Ewigkeiten mal aufgenommen, wie das rauskam und freies Ubi, also damals hieß das ja noch Uplay, mittlerweile heißt das ja Ubisoft Connect, ja, ob das mal was Neues. Freies Wochenende, das hat jetzt hier auch ein freies Wochenende, daher kann ich mir das mal anschauen. Es ist natürlich so, wie ich es mir schon gedacht und befürchtet hatte, so richtig sinnvoll, vernünftig spielen lässt sich das nicht mit meinem doch mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen System. Selbst mittlere Einstellungen will das Spiel halt bei mir nicht so wirklich vernünftig zum Rennen bringen, weil dafür einfach mittlerweile die Power fehlt von meiner Grafikkarte. Ich will mir demnächst ohnehin aber dann ein neues System aufbauen, jetzt nachdem die 30er Generation von RTX-Karten auf dem Markt ist, von denen ich mir ja tatsächlich den nächsten großen Sprung erwarte. Die 20er Generation der RTX fand ich persönlich von der Performance-Steigerung gegenüber der letzten Generation der GTX-Karten halt doch ziemlich enttäuschend und das bisschen, was sie an besseren Leistungsdaten für Raytracing haben, was bei den meisten Spielen gar nichts bringt, oder 4K-Monitoren, was mir auch irgendwie nichts bringt, weil ich die meiste Zeit so nur auf einem Full-HD-Bildschirm spiele, wäre halt Geldverschwendung gewesen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich warte mal. Und die 30er-Generation ist dann wohl tatsächlich auch von den Testergebnissen, Benchmarks, tatsächlich der große Sprung nach vorne im Vergleich zu den GTX-Karten. Sodass ich sage, okay, dafür bin ich auch wieder bereit, ordentlich Geld auf die Theke zu legen. Und dann machen wir jetzt den nächsten Sprung mit. Das wird irgendwann im Laufe dieses Jahres passieren. Ich habe zwar überhaupt keinen Bock auf Windows 10, aber da muss ich halt jetzt auch durch. früher oder später hört die Unterstützung ja ohnehin auf für die älteren Windows-Systeme. Also, was soll's, ja. So, auf jeden Fall, dann macht es auch für mich Sinn, Wildlands zu kaufen, dann macht es für mich Sinn, Breakpoint zu kaufen, weil es beide Spiele auf diesem alten System einfach nicht vernünftig, zumindest nicht so vernünftig spielbar sind, dass ich auch wirklich Spaß dran habe, weil ihr seht es ja, es sieht scheiße bei mir aus, dass ich die Texturen nachgeladen habe, wenn überhaupt Texturen auftauchen, wenn sie das auch so aber irgendwie in einem undefinierbaren Texturenmatsch stehen würde. Jetzt muss man aber was sagen, ich hab tatsächlich ein Gaming-System. Ja, das hat eigentlich, ich will gar nicht wissen, wie das aussehen würde, bei älteren Spielen, bei noch schlechteren Systemen. Also wir können schon mal festhalten, also ich fange den, wenn ich das neue System habe und das Spiel dann auch habe. Aber ich finde es trotzdem interessant zu sehen, also auf einer GTX-Grafikkarte älteren sieht das eigentlich nicht wirklich spielbar aus. Ja. Und das, obwohl ich natürlich dem System gesagt habe, hier schalt ruhig Power von RAM zu. Ich habe mehr als genug Arbeitsspeicher, da ist echt kein Mangel. Aber das macht er scheinbar entweder nicht oder nicht vernünftig. Aber es sieht halt super lustig aus, dass er hier, wenn ich mir die Felsen, die Fahne und sowas anschaue, stellenweise hat er die Texturen richtig schön geladen und stellenweise gar nicht. Sinkt auch so ein bisschen ein. Ja, ist schon interessant. Naja, für mich ist auf jeden Fall ein guter Test auch wieder. Das Interessante war, das war bei Wildlands aber auch so, wie das Spiel rauskam. Ich war ja da im Beta-Test damals. Das lief überhaupt nicht bei mir vernünftig. Das war total die Katastrophe. Und nach mit jedem Update wurde das dann aber auch gefixt.
sodass Wildlands in den letzten freien Wochenenden, wenn ich mal reingeschaut habe, bei mir dann tatsächlich auch lief, sodass ich es auch wirklich zocken konnte, sonst hätte ich ja die Videos nicht machen können. Hier haben wir scheinbar wieder das gleiche Problem, wobei natürlich hier Breakpoint nochmal ganz andere Anforderungen hat als Wildlands. Also irgendwie, hier hat er die Karte ganz gut geladen, nur um die Absturzstelle herum irgendwie gar nicht. Naja, egal. So, schauen wir mal, wie das Spiel funktioniert. Was wie Granate? Gesichert! War da überhaupt jemand drin? Jetzt niemand mehr drin. Oh! Einer wurde getroffen! Erwischt! Nee, den Typ will ich nicht tragen. Ich will seine Ausrüstung. Keine Überlebenden! Wo sind die Knarre? Hm. Also, geht doch. Und erkältet bin ich auch noch. Na endlich. Na komm, das sagt doch schon nicht. Bin zwar kein Freund von Bullshole. Meine Leute. Der ist aber nicht vom Absturz umgekommen. Kein schöner Tod. Bauchschuss ist hässlich. So. Ja, okay, verbrannt ist auch irgendwie kacke, aber... Okay, dann gehen wir mal Leute umlegen. Irgendeiner muss ja schuld daran sein. Na, warte mal, was liegt da hinten drin? Nix, sah nur so aus. Okay, also ich brauche mir das Spiel definitiv jetzt erstmal nicht kaufen. Es war schön, dass es gerade bei Ubisoft ordentlich reduziert ist, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Es lässt sich so... ihr seht es ja, das macht überhaupt keinen Sinn, das jetzt zu kaufen. Das lässt sich bei mir überhaupt nicht spielen. Ich würde sagen, Söldner. Oh, das klassische rote Fass. Gucken wir mal, ob sagt das wirklich. Nö.
Oh, toll, eine Mütze. Komm, dann setz... Nee, anpassen wollen wir dich nicht. Wir wollen dir eine Mütze aufsetzen. Eine verstärkte Feldmütze. Tolle Sache. Schick bis jetzt. Also dafür, dass das hier so eine Forschungseinrichtung ist, sieht die ganz schön abgefuckt aus. Das ist schon aber länger kaputt, wenn da schon Bäume rauswachsen. Ah ja, hinterm Bunker. Alle tot. Suche einfach. Wir müssen sicher gehen, dass wirklich alle tot sind. Sie könnten sich auch gut und gern irgendwo verstecken. Still. Hier ist auch nichts zu sehen. Wir müssten mehr sein, um wirklich alles gründlich abzusuchen. Was für ein riesiges Gelände. Warum haben wir noch nie davon gehört? Nur die zwei? Okay. Wir haben Feindkontakt auf der Insel. Konzentrier dich. Alles ist möglich, auch dass jemand diesen Abschluss überlebt hat. Was überlebt man nicht in einem Steinfall? Denk an das, was Blake gesagt hat. Alter, pixelt das Feuer auf, sieht das scheiße aus. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe die Einstellung so weit runtergedreht. Ist ja alles schön und gut von den Anforderungen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich auf einem, keine Ahnung, Pentium 2 spiele. Ich habe ja trotzdem eine GTX da drin. Ich habe ja trotzdem irre viel RAM. Ich habe ja trotzdem einen richtig guten Prozessor. Das sollte ja, auch wenn das natürlich jetzt nicht mehr das jüngste, das neueste System ist und natürlich das Spiel recht neu ist und tolle Anforderungen hat, dürfte das trotzdem nicht so scheiße aussehen. Das sollte klar runterskaliert sein von allem, aber das sind ja Grafikfehler.